der größte Lügner der Politik neben Söder, nämlich dieser erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Ein Lügner, der die Zahlen gefälscht hat. Ist das nicht erfrischend, meine Lieben? So einen Satz im öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen zu hören? Oh, Moment, wartet. Das war ja gar nicht im deutschen TV. Diese kriegsentscheidende Information sagte der Theologe, Bestsellerautor und frühere Moderator und Chefredakteur der Nachrichtensendung heute im österreichischen Fernsehen. Und natürlich auch nicht beim Staatsfunk, sondern beim Privatsender Servus TV, der von Red Bull-Boss Dietrich Mateschitz betrieben wird, der in vielen so tickt wie wir. Und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Im Talk im Hangar 7 hieß das Thema gestern Panik vor Omikron, neues Jahr, alte Ängste. Lass uns doch mal hören, was der gute alte Peter Hane noch so sagte. Und es gibt eine wilde, auch kontroversielle Debatte, wer eigentlich die Leute sind, die da auf die Straße gehen. Sind das, wie man in Österreich sagt, ich weiß nicht, sagt man in Deutschland auch Schwurbler? Ist das in Deutschland auch? Ja, alles. Schwurbler, Verschwörer. Wissen Sie, ich habe 48 Jahre an vorderster Front von der ARD angefangen bis zum ZDF in der Hauptstadtpolitik gearbeitet. Und ich wäre ja blöd, wenn ich nicht genug Verbindungen noch heute hätte. Ich sage Ihnen jetzt mal, ich halte mich wie auch Sie als Journalist an den Standards, dass ich Vertraulichkeit wahre. Ich sage keine Namen. Ich sage Ihnen nur so viel. Die Herrschenden wissen, wer demonstriert. Das sind doch keine Nazis oder Corona-Leugner oder irgendwas. Das sind Eltern, Ärzte, Lehrer, Professoren, Studenten, unglaublich viele junge Leute. Das wissen die. Und das Zweite, sie wissen auch die Zahlen. Wissen Sie, wenn ein Ministerpräsident in einem Hintergrundgespräch vor 2-3 Tagen sagt, es ist kein sächsisches Problem mehr, es sind nicht diese furchtbaren Sachsen, sondern allein in Nordrhein-Westfalen gibt es schon 500 Demonstrationen, große Demonstrationen. Und jetzt kommt heute, alles aktuell, der größte Lügner der Politik neben Söder, nämlich dieser erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, ein Lügner, der die Zahlen gefälscht hat und verbietet die Demonstration, die am Samstag in Hamburg stattfinden soll. Episch, einfach nur episch. Und was sagt der deutsche Mainstream zu diesem fulminanten Auftritt? Nicht, nicht, er ignoriert ihn, na klar. Bislang zumindest. Wie er denkt, das erfahren wir auf einem kleinen linksradikalen Blog namens Die Eule. Da schreibt ein Philipp Greifenstein Folgendes. Die rechte Ecke, der lange Abschied des Peter Hane. Ich kämpfe weiter und Sie auch. So drückte Peter Hane im Gespräch mit dem Schwurbel Propagandisten Boris Reitschuster seine Kampfgenossenschaft mit Querdenkern und Rechtsradikalen aus. Während der Corona-Pandemie hat sich Hane auf die letzte Etappe einer langen Reise begeben. Angekommen ist er als Karikatur eines Schwurbel-Opas am rechten Rand. Ist die Karriere des Wanderpredigers damit beendet? Ich sag Ihnen was, Greifenstein, der Sie diese Zeilen hier verbrochen haben, die ich gerade gelesen habe. Die Karriere des Peter Hane, die ist nicht beendet. Die hat gerade erst begonnen. Denn wir sind Millionen. Und wir werden jeden Tag mehr. Meine Lieben, haut rein, macht weiter und bis später. Dieser Wahnsinn muss aufhören.